So, yes. So, wir haben jetzt dieses neue Spielzeug und das war eine interessante Entscheidung, weil so Lautsprecher zu haben, weil ich singe Wagner, die andere Sopranistin singt Wagner und wir haben gedacht, ja, eigentlich wirklich laut können wir singen. Aber wenn der Wind weht und eine Demonstration in der Reichsstraße ist und irgendwelche Leute vorbeifahren und uns nachmachen und solche Sachen, es wird dann langsam sehr laut. Und wir haben auch nicht die schöne harte Wände von einem Saal. Und wir haben bemerkt, es stört die Leute nicht so sehr, wenn wir wirklich deutlich zu hören sind. So, wir werden nicht immer dieses Mikrofon benutzen. Also wir hoffen, dass diese Raummikrofone einfach alles ein bisschen schön heben können gegen den Wind. Wenn es wirklich rauscht, also die Frau Tepe macht ein Stück von Berio, das hat super leise Stellen. Es kann sein, dass sie dann es ein bisschen ausdehnt oder wartet, bis der Sturm vorbei ist. Wir werden einfach sehen, wie das ist mit Wind. Also im Juni hatten wir sehr, sehr viel. Ich bin sehr aufgeregt wegen dieses Konzert. Die ganze Zeit, seit Anfang dieser Corona-Zeit, letztes Jahr im August, haben wir wirklich eher klassische Gesangskonzerte. Irgendwelche Arien, Duetten aus bekannten Opern. Unser letztes Konzert haben wir tatsächlich auch ein bisschen Kabarett oder Gershwin, Berlin. Und diese Sachen sind sehr, sehr schön. Ich liebe diese Musik, ich liebe Wagner, ich liebe Verdi, aber das ist Geschichte. Und es ist mir sehr wichtig, als Sänger ein bisschen Kontakt zu der Präsenz zu haben. Zeitgenössische Musik entwickelt sich ziemlich gut in unserer normale, sagen wir, Kultur. Also man hört das immer wieder jetzt verwendet für Underscoring in Film. Also sogar eine sehr moderne Filmscore hat den Oscar gewonnen vor 2 Jahren. Das ist sehr aufregend, aber für Gesang ist es ein bisschen schwierig. Die Stücke, die wir heute machen, sind ein bisschen Geschichte. E-Musik, der sich auf andere kulturelle Ereignisse bezieht, zum Beispiel der Pulang, womit ich anfange, nur 3 Stück aus einem Zyklus. Das ist sehr jazzy, man hört das sofort. Riem ist eher neoromantisch. Die Ralph von Williams, definitiv hört man die englische Volksmusik wurzeln in die schönen Melodien. Oh mein, es ist so schön. Aber die Stücke, die Monika Tepe macht, die kommen aus dieser Blütezeit, sagen wir, die Erforschung in Gesangsmusik. Und sie wird sehr viel darüber sagen, weil sie ist wirklich, obwohl sie auch Standardrepertoire singt, Mozart, Wagner, Verdi, Puccini, ist sie wirklich Spezialist für zeitgenössische Musik und hat im Laufe ihrer Karriere über 100 Uraufführungen gemacht, ist im engen Kontakt immer noch zu Komponisten, die ja leben, jetzt, heute. Und das finde ich immer sehr aufregend. Wenn man eine Uraufführung macht, ist der Sänger der Mensch, der in der Partitur reinkommt. Es ist nicht die Frau bla 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 bla, die geboren wurde vor 250 Jahren. Das bin ich und das ist richtig cool. Ich kann es erforschen, ich kann Entscheidungen treffen, wie eine Stelle gemacht wird oder geändert werden muss, weil ich kann mit der Komponist reden und sagen, hey, aber für mich, das geht nicht. Ich muss auf der Stelle auf der Klavier klettern und dann mich umziehen und dann ich erwürge der Tenor. So, ja, wir freuen uns sehr, dass ihr da seid und dass wir ein bisschen Geschichte und eine Uraufführung und ein bisschen mehr Geschichte und das schöne Wetter und Garten und alles Mögliche mit euch teilen können. So, vielen Dank. Wenn irgendwas nicht stimmt mit der Akustik, bitte eher sagen, als es aushalten. Dann können wir vielleicht was machen. Danke sehr.